Willkommen zu einem Erklärvideo zum Thema schiefe Ebene. Wir haben also hier eine gerade Ebene rechts und wir haben hier auf der linken Seite wegen der Schräge eine schiefe Ebene. Die Vorübung ist die, dass man mal die Gewichtskraft einzeichnet. Die Gewichtskraft geht immer vom Mittelpunkt der Kraft des Bauteils gerade nach unten und wird mit Fg für Kraft, Force, F und G, Index für Gewichtskraft, abgekürzt. Auch wenn die Ebene schief ist, geht die Gewichtskraft immer gerade nach unten. Die Gewichtskraft bleibt, die geht immer senkrecht nach unten. Allerdings ändern sich trotzdem die Kräfte jetzt gleich, weil man weiß ja, je schiefer, je schräger diese Linie hier ist, umso eher rutscht dieses Bauteil hier nach unten. Also müssen sich die Kräfte auch bei der Schieflage irgendwie verändern. Der erste Schritt ist aber, dass man mal weiß, die Gewichtskraft geht immer gerade nach unten. So, also wir zeichnen jetzt hier nochmals vom Mittelpunkt die Gewichtskraft Fg ein. So. Und die Gewichtskraft kann man jetzt in zwei Teilkräfte aufteilen. Also entweder man lässt so aus dieser Gewichtskraft oder man teilt sie in zwei Teilkräfte. Und zwar die erste Teilkraft geht so noch runter. Die wird mit FH für Hangabtriebskraft bezeichnet. Und die zweite, die geht so runter und die wird mit Fn für Normalkraft bezeichnet. Wie groß sind jetzt die beiden Kräfte? Die beiden Kräfte müssen genau so groß sein, dass sie da so ein Viereck ergeben. Ja, eigentlich müssten, habe ich jetzt eher ein bisschen zu kurz, das Viereck muss genau so sein, dass eben diese Kraft Fg genau im Eck ist, also die Kraft Fn würde bis hierher gehen und die Kraft Fh würde eigentlich bis hierher gehen. So lang sind die beiden Kräfte. Also entweder, das ist jetzt ganz wichtig, hat man diese beiden Kräfte, einmal die Fn und einmal die Fh, oder man hat diese Kraft, die Fg. Aber alle drei auf einmal geht nicht. Diese Orange ist gleich diese anderen beiden zusammengezählt. Also die Orange kann man aufteilen in die anderen beiden. Und warum teilt man sie jetzt auf? Weil, wenn man sie aufteilt, dann sieht man, es geht ein Kraftanteil von der Fg hier noch darunter und hier noch darunter. Und das ist die Kraft, die das Bauteil, die dieses Auto hier nach unten rollen lässt. Und das hier ist die Kraft, die das Auto an diese Fläche, an diese Ebene, an diesen Boden, an diesen Schrägen andrücken lässt. Also je größer diese Kraft, umso stärker pressen diese Räder da an dieser Linie dran. Und je stärker diese Kraft, umso stärker, umso schneller fährt das Auto nach unten. Und diese Kräfte, die sieht man ja, wenn man ein Auto draufstellt, dann fährt es nach unten und sie presst drauf. Und in diesem Fall löst man eben die Fg in diese beiden Teilkräfte auf. So, wenn jetzt hier die Frage ist, mit welcher Kraft muss ich ziehen, damit ich das Auto hier nach oben befördern kann? Mit welcher Kraft, da ist ein Haken, mit welcher Kraft muss ich hier vorne ziehen? Ob jetzt die Kraft hier vorne ist oder hier weiter unten ist egal, die kann man hier entlang von dieser Linie verschieben auch, mit welcher Kraft. Die Lösung ist, es muss eine Kraft sein, die größer ist als diese gelbe FH-Kraft. Also wenn die FH gleich 5 ist, dann muss diese 5,1 oder 5,01 oder einfach größer als 5, dann bewegt sie das Bauteil, das Auto nach oben. Wenn sie genau 5 ist, dann bewegt sich das Auto weder nach oben noch nach unten, dann bleibt es genau stehen. Und wenn sie kleiner ist, dann bewegt sich das Bauteil, das Auto nach unten. Und wenn die Frage ist, mit welcher Kraft
muss sie jetzt hier dagegen pressen, hier und hier, damit die das Auto so aufheben kann vom Boden, so wegpressen, ja. Diese beiden Kräfte müssen dann größer sein als diese Kraft. Also wenn diese Kraft 10 ist, müssen diese beiden zusammen auch wieder größer als 10 sein. Ja, hier nochmal zur Wiederholung. Wir haben hier nochmal die Gewichtskraft Fg. Wenn ich hier das Bauteil nach oben heben will, dann brauche ich eine Kraft, die mindestens so groß ist wie diese, und diese ist die Fg. Also eine, die größer ist als die Fg. Wenn ich dieses Bauteil hier nach oben ziehen will, dann brauche ich nicht eine, die größer ist wie die Fg, sondern größer wie die Fh. Und die Fh ist eine Anteilskraft von der Fg, weil ja, nochmals zur Wiederholung, die Fg auf, das war die Fg hier runter, und die wird aufgeteilt in die Fh und die Fn. Und wenn ich es darauf ziehe, dann ist das genau die Gegenkraft zur Fn, also muss sie größer sein als die Fn-Kraft. Hier nochmals zur Wiederholung. Ich zeichne zuerst die Gewichtskraft. Die Gewichtskraft wird aufgeteilt in diese beiden Kräfte. Und diese beiden Kräfte sind gleich groß als diese Kräfte. Oder diese werden dann auch eingezeichnet. Also dieses, die, nach unten ist die Kraft, mit der das Bauteil auf den Boden drückt. Vom Boden kommt die gleich große Gegenkraft drauf. Das ist die Kraft, mit der das Bauteil nach unten will. Und das ist dann die Reibungskraft. Die Reibungskraft wirkt dann entgegen, weil ja manchmal auch, wenn das Teil schief ist und die Reibung ist ziemlich groß, Beispiel Gummioberfläche, dann rutscht das Bauteil trotzdem nicht runter, weil die Reibungskraft hier gleich groß ist. Beispielsweise hier wäre die Reibungskraft sehr klein, dann wird das Bauteil eher nach unten fahren. Hier wissen wir es nicht, je nachdem, wie groß, was das für Untergrund ist. Wenn das zum Beispiel Eis ist, dann rutscht es auch eher, als wenn es zum Beispiel Gummi ist oder irgendein anderes Material. Und dann noch, wenn eben, wie gesagt, ich das darauf ziehen will, dann brauche ich eine Kraft, die größer mal ist wie die Fh. Und noch zusätzlich muss man die Reibung auch noch berücksichtigen. Also wenn ich es nach oben ziehen will, geht die Reibungskraft nicht darauf, sondern die Reibungskraft geht auch noch darunter als Gegenspieler zu dieser Kraft. Dann muss ich die Fh und die Reibungskraft gleichzeitig überwinden. Ja, hier nochmal unten die Erklärung. So, jetzt sieht man es alles, wie man das Ganze einzeichnet. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden, was der Unterschied zwischen einer schiefen und einer geraden Ebene ist, vor allem was der Unterschied bei den Kräften ist. Dass man eben diese Gewichtskraft hier aufteilen darf und dass, wenn man hier raufzieht, nicht die Gewichtskraft überwinden muss, sondern die Hangabtriebskraft Fh. Und dann gibt es noch die Fu für Untergrund, oder die Fn wird sie auch manchmal genannt, für Normalkraft. Ob jetzt die Fn, Fu, Fu wird meistens die, was von unten rauf geht, Fn die, was von oben runter, aber das spielt eigentlich keine Rolle.